Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Einen schönen Samstagabend wünsche ich. Noch einmal nehmen wir den Bundesliga-Fußball unter die Lupe. Noch einmal strömen die Fans in die Stadien. Noch einem dürfen Sie sich freuen auf eine Konferenz in der 36. Runde der T-Mobile-Bundesliga. Es ist für alle die letzte Runde der Saison 2005-2006 und für manche ist es die allerletzte Runde in der Bundesliga bzw. bei ihrem Verein. Das heißt, das Thema Abschied, manchmal mit etwas mehr, manchmal mit etwas weniger Wehmut verbunden, wird sich wohl durch diese Sendung ziehen. Aber in dieser letzten Runde geht es auch um die allerletzten Entscheidungen. Sie wissen, Meister ist die Wiener Austria, Vizemeister Salzburg. Die beiden werden in der Champions League starten und Absteiger ist die Admira. Auch das steht fest, sofern der GAK und Sturm die Lizenz bekommen. Aber es geht noch um Platz 3, wie die Tabelle zeigt. Der FC Superfan Pasching hat hier aber die besseren Karten mit 3 Punkten Vorsprung auf die SV Ried. Und dann sehen wir dichtes Gedränge auf den Plätzen 6 bis 9 liegen 4 Vereine fast gleich auf. Da geht es zwar nur ums Prestige, aber ob man als Sechster oder als Neunter die Saison beendet, das ist von der Optik her doch ein großer Unterschied. Die Spielpaarungen der 36. Runde am heutigen Tag sehen so aus. Abschiedsvorstellung von Didi Constantini mit dem FC Superfund gegen den neuen Meister Austria. Abschiedsvorstellung von Heinz Hochhauser und Ried beim alten Meister Rapid. Die Abschiedsvorstellung von Admira gegen den Vizemeister Salzburg. Und dann die Paarungen, die um die Plätze 6 bis 9 entscheiden. Wacker Tirol gegen den GAK und Sturm gegen Mattersburg. Und hier im Studio haben wir einen, der vom Urlaub kommt und daher hochmotiviert und voll entspannt ist. Herzlich willkommen, Hans Krankl. Grüß Gott. Hans Krankl, Sie stehen für viele Tore. Ich habe gesehen in unserem Archiv, auch die letzte Runde einer Bundesliga-Saison steht für viele Tore. Es sind mindestens 12 immer gefallen. Woran liegt das? Manchmal liegt es an dem, dass vieles schon entschieden ist und die Vereine frei aufspielen. Ich hoffe, dass das heute genauso ist. Es ist nicht mehr dieser Zwang, wie du gesagt hast. Platz 5 bis 9 ist erledigt. Ich bin nicht dieser Meinung, dass das ein Prestige ist. Ich finde, dass das Schlimmste für einen Fußballverein und das Schlimmste für den Fußball ist zumindest Platz 5 bis Platz 8, weil das ist das sogenannte Mittelfeld. Und Mittelmäßigkeit ist das Schlechteste, was einem Fußball passieren kann, einem Fußballverein passieren kann, aber vielleicht sehen wir dadurch offensive Spieler, viele Tore und die Zuschauer haben noch in der letzten Runde eine große Freude mit ihren Mannschaften. Ja, Sané Kulic hat eine Muskelverhärtung, wollte nichts riskieren, auch im Hinblick auf einen Einsatz im Nationalteam und ist daher zu Hause geblieben. Ja, so kann man sich die Krone des Torjägers auch unter sich ausmachen, würde ich sagen. Daher geht es nur mehr um den Platz 3 in der Meisterschaft und da schickt Heinz Hochhauser Daniel Kastner als Stürmer ins Rennen. Der effizienteste Torjäger der Liga, ist der heute Ihre schärfste Waffe im Kampf um diesen dritten Platz? Der Dani hat sich in den letzten Spielen wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Hat eigentlich in Graz das Spiel alleine gewonnen gegen GRK, hat auch bei jedem weiteren Spiel ein Tor gemacht. Und er ist auf einem guten Weg. Ich freue mich für ihn und ich hoffe, dass er heute auch eine ähnliche Leistung bringt wie in den letzten Spielen. Hier im Hanapi-Stadion wieder tolle Stimmung, die sind Sie aus Ried auch gewöhnt. Wie sehr wird Ihnen denn diese Stimmung und diese Kulisse abgehen in Ihrer Auszeit? Wird sicher abgehen, denn gerade das Spiel ist immer eigentlich das Schönste der ganzen Woche. Es sind Zuschauer da, die feiern, die leiden und feiern die Mannschaft an. Manche leiden dadurch auch und manche freuen sie. Und das ist Fußball. Fußball ist die lebendigste Sportart, die es wahrscheinlich gibt. Und das werde ich wahrscheinlich doch ein bisschen vermissen. Als Sie heute ins Stadion gekommen sind, haben Sie die neuen Sitze von Rapid auf der Trainerbank bewundert. Wie sehr laden denn die Sie heute ein, dass Sie Ihre Gewohnheiten brechen und sich endlich auch mal hinsetzen während eines Spiels? Na gut, also die schauen schon sehr einladend ein. Aber ich hoffe, dass das Spiel nicht so fad wird, dass ich mich hinsetzen muss, sondern ich stehe lieber, denn da habe ich einen besseren Überblick und es ist auch besser für die Energieversorgung. Darum stehe ich lieber, als ich sitze. Dann hoffe ich, dass das Spiel wirklich nicht fad wird. Danke, Heinz Hochhauser. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, er wird das Spiel vermissen, er wird den Samstagtermin vermissen und trotzdem hört er auf, jetzt wo er eigentlich am Höhepunkt mit Ried angelangt ist. Verstehen Sie die Aktion? Also beides ist verschieden. Beim Didi ist es so, dass der in letzter Zeit immer kurz Engagements gemacht hat. Das ist sehr gescheit, weil er hat dann eigentlich sehr, sehr wenig zu verlieren mit immer diesen Kurzengagements über 2-3 Monate. Und zieht sich dann zurück, wenn ich höre, dass er Berater des Präsidenten wird. Na gut, das ist überhaupt der beste Job, den es gibt. Zum Heinz Hochhauser ist zu sagen, dass ich seine
Seine Entscheidung gehört habe ich schon vor 2 Wochen. Ich finde das sehr intelligent, denn er hat sehr viel aus Ried gemacht. Ried hat eine tolle Platzierung in der Liga und er spürt, mehr kann er nicht erreichen. Und diese Entscheidung des Heinz Hochhausers, muss ich sagen, ist sehr, sehr intelligent, sehr gescheit. Anders ist es bei Rapid. Georg Zellhofer wird wohl vorerst einmal zumindest Rapid-Trainer bleiben, wie es ausschaut. Bei Rapid schwelgt man im Moment gern wieder in Nostalgie, wenn es in der Gegenwart nicht so rosig ausschaut. Hans Kankl, und seit heute gibt es einen neuen Weg, in dieser Nostalgie zu schwelgen. Wir sehen hier ein paar Bilder von heute Nachmittag. Da wurde der Green-White Walk eingeweiht von Ihnen höchstpersönlich. Können Sie uns ein bisschen was erzählen darüber? Ja, man macht dort einen Green-White Walk. In dem Fall ist kein Walk, sondern sie haben sich entschieden, das an die Mauer zu machen. Sie wollten es erst am Boden. Und sie haben das sehr schön gemacht und als Rapidler des Jahrhunderts hat man mich gewählt als Erster mit der Nummer 9 und da gibt es rundherum, ich glaube, 105 Steine, die Menschen kaufen können. Dieses Geld, glaube ich, bekommt der Rapid-Nachwuchs und ja, Gott sei Dank war alles rundherum relativ schnell ausverkauft und alle diese Menschen, die also rundherum um mein Bild sind, um meinen Stein, haben jeder einen Stein und die wurden heute also mit einer Auszeichnung geehrt, dass ich jeden persönlich, der dort war, ich weiß nicht, von 105 waren 80 oder 85 dort und denen habe ich das übergeben. Es war sehr schön. Mhm. Und liebe Fußballfans, jetzt können wir Hans Kankl auch noch als Dirigenten bewundern. Eigentlich ist er ein Fan von Rhythm and Blues, aber da sehen wir ihn als Dirigenten des Goleador-Marsches. Ja, ich wurde überrascht mit dem Goleador-Marsch und man sieht hier die Schule von Herbert von Karajan, sieht man ja ganz gleich. Das ist die alte Schule. Aber auch. Es ist eh schon wieder aus, Gott sei Dank. Auch ein Freund der Marschmusik neuerdings, Hans Kankl? Eigentlich nicht, nein. Aber dieser Marsch ist sehr schön und er war sehr spanisch, der ihn geschrieben hat. Ich habe mit dem gesprochen, der hat ihm sehr spanisch angehaucht, also er war sehr schön. Gleich neben dem ehemaligen nummerierten Stehplatz von Hans Kankl in Maria Enzersdorf spielt zum letzten Mal die Bundesliga-Musik für die Admira. Und es ist wohl ein Trauermarsch, denn der punktemäßig zweitbeste Absteiger der Historie bittet zum Leichenschmaus. Ja, zum Runterspülen wird ein Energy-Drink gereicht. Paradox irgendwie, oder nicht? Ja, dem Offensivspiel der Salzburger Gäste soll er hier Vratislav Lokvens Flügel verleihen. Nach ausgeheiltem Kreuzbandriss und dem Kurzcomeback gegen Pasching zum ersten Mal seit Runde 3 wieder in der Startelf. Der Bullner, durch die vielen Ausfälle hat auch Andreas Ivanschied sein Leiberl. Sein ehemaliges trägt Mario Basina bei Rapid. Und die Grünen, die wollen heute die Rieder UEFA Cup Seifenblase platzen lassen. Martin Konrad. Willkommen in der Bundeshauptstadt im Hanapi-Stadion. Gute Stimmung, obwohl es für Rapid eigentlich nur um die berühmten Heidelbeeren gibt. Stichwort Mario Basina, die Nummer 8 bei Rapid. Sie ist heute wieder mal mit dabei. Zum 10. Mal, seitdem Basina im Winter vom GAK zu Rapid gewechselt ist. Aber er hat bisher noch nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen können. Erst einen Treffer erzielt und bei weitem nicht dafür gesorgt, dass Rapid noch um UEFA-Cup-Plätze mitspielt. Das sind jene Spieler, für die es heute Abschied nehmen heißt, Korzosch und Adamski. Und im Spiel selbst natürlich blicken viele auf Ried. Die haben noch die Chance auf Platz 3 und setzen vor allem auf ihren Stürmer, auf Daniel Kastner, der 24-Jährige. 4 Treffer hat er im Frühjahr erzielt und er muss also den verletzten Kulic ersetzen. Ja, Platz 3 ist das Ziel von Ried, aber dort stehen derzeit die anderen aus Oberösterreich, nämlich der FC Superfund, Thomas Druckeschitz. 3. Minute, erster Eckball im Spiel für die Heimmannschaft, für Rapid Mario Basina. Bebel und dann erstmals Gefahr für das Tor von Andreas Michel. Der 26-Jährige im 3. Saisonspiel vertritt den weithin verletzten Hans-Peter Berger. Und da war zuletzt der andere Berger, Markus, am Ball. Und deshalb folgt schon die 2. Ecke. Diesmal kurz abgespielt. Basina. Immer der Kroate, der im Gegensatz zu Didulica und Tokic nicht in den Teamkader von Zlatko Granča einberufen wurde. Foul von Kastner gibt Freistoß für Rapid. Basina, nicht ungefährlich.
hat da schnell versucht, für Gefahr zu sorgen durch diesen Schuss, der am Tor von Michl aber doch deutlich vorbeigeht. Bei Rapid also die Viererkette mit Garic rechts in der Position, im Mittelfeld deshalb Kavlak, Basina auf der anderen Seite, im Zentrum Bebel und Kulowitz und vorne neben Kinzel Akagünüz und nicht Axel Labaré, der sitzt auf der Bank. Die Gäste aus Oberösterreich mit einem 4-4-1-1-System sozusagen. Also Michl ersetzt Berger. Im Zentrum weiterhin Enrique, Glasner, Berger, Schicke in der Defensive. Berchtold Michalik im Mittelfeld. Angerschmidt muss auf die linke Seite hinaus. Und Drechsel als hängende Spitze neben Kastner, weil ihm Kulic verletzt ist. Außerdem fehlen weiterhin Seo, Dabatz und Kabler, fünf Stammspieler des so erfolgreichen Aufsteigers, sind nicht mit dabei und daher Ried also heute im wahrsten Sinne des Wortes mit der zweiten Garnitur und muss voll punkten und dazu noch auf einen Umfaller des FC Superfund hoffen, um diese Saison, diese so erfolgreiche Saison auf Platz 3 zu beenden. Was aber feststeht, ist die Mannschaft um Ewald Brenner und auch um Hans-Peter Berger, der auf der Tribüne sitzt, also die Reise nach Wien mitgemacht hat. Die Mannschaft ist ein erfolgreicher Aufsteiger, der erfolgreichste seit 10 Jahren mit Platz 4. Und das wäre immerhin die Teilnahme auf alle Fälle am UI-Cup. 5 Minuten gespielt, vorerst keine Tore im Hanapi-Stadion und in der Südstadt. Dort spielt der Absteiger gegen den Vizemeister. Die Heimmannschaft gehörig Dampf macht, Martin Hieden, toller Freistoß an die Querlatte vom Teamspieler, wurde ja für das Länderspiel gegen Kroatien einberufen. Und Rapid weiterhin im Vorwärtsgang, hat wesentlich mehr Ballkontakte und ist eigentlich die Mannschaft, die hier dieses Spiel in den ersten 13 Minuten eindeutig beherrscht. Basina sehr lauf- und spielfreudig, bisher zumeist nur über Fouls zu stoppen. Rapid, ja, Martinez gesperrt und eben Dollinger auch wieder einmal, Peter Linker verletzt. Geht noch auf Krücken, soll aber bis zum Trainingsbeginn Mitte Juni voll fit sein. Akagündüz gegen Glasner. Ein Duell, das es auch schon vor wenigen Minuten gegeben hat. Bei dem Akagündüz gerne einen Strafstoß gehabt hätte. Sie sehen es, aber wer sich so schlecht fallen lässt, der hat nichts anderes als die Gelbe wegen einer Schwalbe von Schiedsrichter Steiner verdient. Schauspielern ist nicht die Sache von Mohamed Akagündüz. Die Rieder über Angerschmidt. Michalik, der hat auch schon gelb gesehen, wegen eines Fouls an Kavlak. Wetter ist angenehm für ein Bundesligaspiel. Jetzt die Möglichkeit, Akagündüz, aber Berger vor dem Rapidstürmer. Allerdings müsste es Ecke geben, so ist es. Die vierte für Rapid. Wetter ist wirklich hervorragend. Stimmung ebenso, nur das Spielfeld auf dem Hanapi-Stadion im gesamten Frühjahrsverlauf schon alles andere als Bundesliga-würdig. Zweite Ecke von rechts, zum zweiten Mal Kavlak. Distanzschuss und Michael mit der guten und sicheren Parade. Wieder einmal Martin Hieden, der hier zum zweiten Mal in dieser ersten Viertelstunde aus der Distanz der bisher gefährlichste Rapid-Spieler ist. Viertelstunde vorbei, keine Tore für Georg Zellhofer bisher, aber er kann einmal tief durchhusten und durchatmen. Wir gehen ins Waldstadion nach Pasching. Einer Drangperiode. Sie wollen unbedingt so schnell wie möglich ausgleichen, aber in Wien hat einer getroffen.
Kurzgastspiel in Graz zu Ende. Hier für Trapez. Veli Kavlak macht das 1:0 und es ist für ihn das erste Tor seiner Karriere in der Bundesliga. 17 Jahre jung und was für ein Treffer in seinem 16. Bundesliga-Einsatz bringt der Rapid mit 1:0 in Führung. Wartet hier und dann halb aus der Drehung lässt der Andreas Michel keine Chance, wird da zu spät attackiert und nicht wirklich energisch genug von Dietmar Berchtold. Auch Gassner sieht da dann nur zu und Veli Kavlak bringt Rapid zu einem Zeitpunkt in Führung, in dem bereits mittlerweile das Spiel ausgeglichen war. Ried kämpfte sich zurück, hatte auch schon den einen oder anderen durchaus sehenswerten Angriff gezeigt, aber Kavlak hier mit dem 1:0. Acker Gündüz, aber die Flanke weit daneben. Damit also innerhalb von 2-3 Minuten möglicherweise die Vorentscheidung um Platz 3 gefallen. FC Superfand führt, Ried liegt 0:1 zurück und das freut den ehemaligen Paschinger, Georg Zellhofer besonders, und Heinz Hochhauser stoisch, ruhig muss er ausspuckenderweise dieses 0:1 zur Kenntnis nehmen in seinem möglicherweise letzten Auftritt als Bundesliga-Trainer. Vorerst ist das auf alle Fälle sein letzter. Sie sehen es also jetzt, derzeit 6 Punkte. Die Differenz zwischen den beiden oberösterreichischen Clubs. Derzeit also Superfand in der UEFA-Cup-Qualifikation und Ried im UI-Cup. Einmal noch, Gerfried Bröll, Graz bitte. Wins zu Martin Konrad. Er ist angekommen bei den weiterhin kampfstarken Riedern, die hier 57% ihrer Zweikämpfe gegen Tor Rapid gewonnen haben bisher. Also jetzt fallen ja wirklich die Tore auf jedem Platz, auch jetzt auf dem Tivoli. Wer führt, Wolfgang Hofer? Klinik, korrigiere mich, in Wien. Hat sich beraten und hat nach 30, 40 Sekunden das Tor gegeben. Er ist Onkels Knabe. Knabel in dem Fall. 0:1 aus Sicht der Tiroler. Und auch dieses Tor, das wollen wir noch sehen. Ja, 2:0. Veli Kavlak mit seinem unglaublichen Spiel. 35. Minute. Der jüngste Bundesligaspieler macht nicht nur als jüngster das Tor mit 17 Jahren und knapp 6 Monaten, sondern jetzt auch das zweite gleich drauf. Völlig frei, völlig ungedeckt nach Zuspiel von Kienzl. Kann er sich die Ecke aussuchen? Sehr überlegt gemacht. Rapid 2, Ried 0. Wer führt in der Südstadt? Das Spiel. Tor! Schon 4 gelbe, aber schon 3 Tore bei Martin Konrad. Bild sind die Dunkelgrünen, aber jubelnd um die Grün-Weißen. Rapid führt 3:0. Markus Berger, der Torschütze, per Kopf ins eigene Netz. Es kann passieren. Wir sehen die Entstehung. Acker Gündüz versetzt relativ leicht Schicker und dann der Rettungsversuch von Markus Berger ins eigene Tor. Andreas Michel ohne Abwehrmöglichkeit. Jetzt ist Ried eigentlich völlig auf der Verliererstraße angekommen. In einem Spiel, in dem Rapid zu Beginn klar überlegen war, aber die Tore erst dann erzielt hat, als das Spiel ausgeglichen war, führt man jetzt mit 3:0 und damit ist Rapid drauf und dran, den höchsten Heimsieg dieser Saison zu feiern. Der liegt bei einem 3:1. Derzeit wäre man also dabei und könnte damit für einen versöhnlichen Abschluss nach einer äußerst verkorksten Saison sorgen, vor allem was das Frühjahr betrifft. Die Rieder ergeben sich jetzt. Man spürt bei den Oberösterreichern, dass die 5 wertvollsten Spieler neben Drechsel, der als einziger heute mit dabei ist, verletzungsbedingt fehlen und deshalb die Mannschaft nicht imstande ist, so druckvoll zu agieren, wie sie es über weite Strecken dieser Saison, dieser Meisterschaft gezeigt hat. Rapid mit einfachem Spiel, hohe Bälle, Acker Gündüz, und das müsste, das ist das 4:0, 42. Minute. Jetzt macht also auch der Stürmer sein Tor. Kavlak, der zweifache Torschütze, gratuliert Acker Gündüz, innerhalb von 2 Minuten Assistgeber
und auch jetzt Torschütze. Zu einem klaren 4:0 Vorsprung für Rapid gesorgt hat. Aka Gündüz mit Tor Nummer 9, ebenso wie Pichelmann bei Superfund, also jetzt auch Aka Gündüz erfolgreich. Assistgeber Martin Hieden, dessen Leistung offensichtlich durch die Einberufung von Josef Hickersberger besonders zu erwähnen ist. Zwei gefährliche Distanzschüsse und jetzt auch der Assist zum 4:0. Klare Sache also jetzt schon hier in der ersten Spielhälfte im Hanapi-Stadion. Heinz Hochhauser muss zur Kenntnis nehmen, dass es möglicherweise die bitterste und größte Niederlage, höchste Niederlage in seiner Rieder-Ära in der Bundesliga. Zum Abschluss geben wir 2 Minuten noch in Hälfte 1 zu spielen. Hier ist alles klar. Wie spannend ist es im Waldstadion zu Pasching? Jahre, dunkles Haar, so jubelte er heute vor dem Tor der Rieder gleich zweimal. Veli Kavlak ist der Mann des heutigen Tages, bisher zweifacher Torschütze. Der jüngste Rapidler hat heute den ersten und höchsten Sieg der Rapidler wahrscheinlich in dieser Saison geebnet. Zumindest, wenn es nach den ersten 45 Minuten geht. Rapid führt mit 4:0 und überhaupt, es sind, wie ich schon angekündigt habe, wie es auch in den letzten Jahren war, in den letzten Runden viele Tore gefallen. Bisher 9. Superfan Pasching gegen die Austria 2:0. Admira gegen Salzburg 0:1. Rapid Ried 4:0. Also das schaut nach einem schrecklichen Ende für Heinz Hochhauser als Ried-Trainer aus. Wacker Tirol gegen den GAK 0:1. Und 0:1 steht es auch zwischen Sturm und dem SV Mattersburg. Wir werden natürlich in dieser Pause das eine oder andere Highlight dieser ersten Hälfte aus den 5 Stadien aufarbeiten. Aber Sie sehen es, wir haben Damen, können heute endlich auch einmal wieder die Rapid-Fans, das kann man nach 45 Minuten schon sagen. Veli Kavlak hat den Grundstein gelegt für einen möglicherweise sehr, sehr hohen Erfolg. Seine 2 Treffer wollen wir uns anschauen. Den ersten in der 25. Minute. Ein wunderschöner Treffer und sein erster in der Bundesliga. Technisch sehr schönes Tor. Der Junge ist also sehr gut. Er ist einmal sehr jung. Er ist noch ein Händel, wie das heißt in der Fußballersprache. Also es fehlt ihm noch ein wenig an Kraft, aber an Technik fehlt es ihm nicht. Das ist ein sehr guter, junger, technischer Spieler. Und dann trifft er noch ein zweites Mal, Parallele zu Hans Krankl. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ihn im ersten Spiel, wo Sie erfolgreich waren, auch gleich zweimal getroffen. Ja, wenn ich mich wirklich richtig daran zurückerinnere, habe ich meinen ersten Tor geschossen mit ungefähr 18 Jahren. Gegen Wiener im Wiener Stadion damals, im großen Wiener Stadion. Und das kann ich mir, glaube ich, erinnern, das waren auch 2 Tore. Mhm. Aber auch das zweite Tor ist sehr schön. Er legt ihm schön zurück und er spielt technisch mit dem linken Fuß ganz fein, mit der Innenseite, so wie er kehrt. Sehr guter Linker, der Kavlak. Also Doppeltorschütze Veli Kavlak, jetzt bei Raffaella Pezzai. Unglaubliche Partie von Ihnen. Der jüngste Bundesligaspieler macht das abgebrüht wie ein alter Hase. Von wem haben Sie sich das abgeschaut? Keine Ahnung. Halt die Tore. Ich bin in letzter Zeit so oft auf ein Tor gefragt worden von älteren Rapid-Fans und so. Und ich bin so glücklich, dass heute endlich damit geklappt hat. Wie könnte der Tag heute noch perfekter werden? Kann er noch perfekter werden? Ja, wenn die ganze Mannschaft noch 2, 3 oder dass wir ein Schützenfest haben, weil die Räder sind ja vor uns im UEFA Cup, im UE Cup, das haben sie uns ja weggestohlen und das sollen sie halt büßen. Danke. Also, das sollen sie büßen, die Räder, und sie haben es gebüßt in dieser ersten Spielhälfte. 2 Tore sind nämlich noch gefallen in der Schlussphase. In der 41. Minute war es ein Eigentor von Markus Berger. Rieder wirken heute nicht sehr konzentriert im Abschlussspiel von Heinz Hochhauser. Ja, und hat dann aber auch noch Pech. Ja, das ist ein Pech für den jungen Verteidiger, aber sie wirken nicht konzentriert, sie wirken konfus. Und ich finde das schade, hat sich der Heinz Hochhauser nicht verdient, dass er sie jetzt so gehen lassen, weil eigentlich alles erledigt ist. Das darf nicht sein, 4:0 in der Pause. Also zu meiner Zeit hätte es jetzt gegeben, eine ordentliche Abfuhr, also wenn er ein bisschen weitermacht, werden sie es auch schaffen. Detto jetzt, also die Rieder sind in der Abwehr ein wenig konfus heute. Aka Gündüz zuvor mit der Vorarbeit zum Eigentor, dann als Torschütze. Und Hans Kankler, es ist wieder auffallend, wieder viele Tore in der letzten Runde. Wir haben es vorher angesprochen, es ist Gott sei Dank eingetroffen und hoffentlich geht es zweite Hälfte so weiter.
jetzt fällt eigentlich alles ab von allen, jetzt ist alles erledigt, also es könnte sich noch etwas tun, oder die Rieder sollen halt ein bisschen aufholen im Hannabi-Stadion und Rapid sollen ein paar Tore schießen, dann wären es doch mehr. 9 haben wir jetzt, glaube ich. Mhm. Naja, werden wir schauen, vielleicht kriegen wir 15 zusammen. Das war eine ordentliche letzte Runde. Ach, das wären noch mehr. Hier wird Fußball gespielt seit 5 Minuten. Zweite Spielhälfte. Rapid gegen Ried 4:0. Ein Pausenstand, der an erfolgreiche Rapid-Zeiten zurückerinnern lässt, nämlich im Vorjahr, im Frühjahr, als man gegen Salzburg zur Pause mit 5:0 geführt hat, als man in vielen Heimspielen so erfolgreich agiert hat und letztlich auch Meister wurde. Für die Rieder eine bittere Erfahrung, wie schon in Hälfte 1 erwähnt, die Mannschaft von Heinz Hochhauser drauf und dran zum Abschied des so erfolgreichen Trainers die höchste Niederlage in dieser Saison zu kassieren. Und in der Bundesliga-Geschichte waren die Rieder erst einmal mit 0:4 zurück. Und das Ganze liegt schon fast 10 Jahre zurück, im ersten Jahr nach dem Aufstieg 1995-96. Damals auch im Hanapi-Stadion gegen Rapid. Endstand war dann ein 0:6. Na, ob das hoffentlich nicht ein schlechtes Omen für die Innviertler ist. Eine Veränderung hat es gegeben. Rasinger kam ins Spiel für Michalik. Da haben wir Milan Rasinger, sucht Kastner, Bebel. Irgendwie Rapid dann mit der Befreiung aus einer gefährlichen Situation. Hochhauser, die gesamte Pause über ist er in dieser Position verharrt, fuchsteufelswild. Die Bänke, sie gefallen ihm, hat er ja schon vor dem Spiel gesagt, aber da konnte er noch nicht ahnen, dass es 0:4 zur Pause steht, hat seine Mannschaft alleine gelassen. Es gibt zwar keine Entschuldigung, aber eine Erklärung auf alle Fälle, wenn die 5 wichtigsten Spieler bei dieser Mannschaft verletzungsbedingt fehlen, dann ist beim Aufsteiger, bei diesem kleinen Kader, offensichtlich nicht mehr drinnen. 7 Minuten gespielt, keine Tore, vorerst in Hälfte 2. Wir wechseln nach Graz. Da denken sich die Rieder, wenn schon 4 Gegentore, dann vielleicht auch einmal ein Tor für die eigene Mannschaft. Freistoß, 60. Minute, Milan Rasinger, Berger, aber da war noch ein Rapidler dazwischen. Nochmals Rasinger. Und wir sehen den 5. Torschuss in diesem Spiel vom neuen Mann von Milan Rasinger für Ried. Aber alle 5 harmlos. Foulspiel von Aka Gündüz. An Anger Schmidt, gepfiffen von Schiedsrichter Thomas Steiner, der Unparteiische, der diese Partie im Griff hat, weil sie außerordentlich fair ist. Erst 20 Fouls nach einer Stunde. Und bei diesem Spielstand werden sich die Herrschaften auf dem Feld wohl auch nicht mehr allzu wehtun. Rapid-Fans, sie können feiern. Ihre Mannschaft schießt sich quasi den Frust über eine wirklich verkorkste Frühjahrsmeisterschaft in diesem letzten Spiel von der Seele. Mit diesem klaren 4:0 wird man wirklich noch einen versöhnlichen Abschluss feiern dürfen. Und das ist auch wichtig für den Trainer, für Georg Zellhofer, um den es ja viele Ablösegerüchte im April gegeben hat, aber der jetzt wohl aufgrund der letzten Spiele wieder fix im Traineramt bestätigt ist und diese neue Saison, die dann Mitte Juli beginnen wird, mit Rapid in Angriff nehmen wird. Aber was er ohne Zweifel brauchen wird, ist eine stärkere Mannschaft, denn dieses Ergebnis täuscht nicht darüber hinweg, dass Rapid derzeit eine Klasse schwächer ist als etwa Austria oder wohl auch Salzburg. Abseitsposition schon angezeigt von Assistent Markus Hameter. Daniel Kastner, schwerer Stand für den einzigen Stürmer der Rieder. Gute Stunde also gespielt. Es bleibt dabei, das Spiel, es findet statt. Rapid führt klar mit 4:0.
Ingolstadt-Stadion. Tor in Wien! Michael Horvath ist angeschlagen, die Rieder sind es ohnehin. 5-0 für Rapid, Fragezeichen. Der Prophet in der Südstadt sieht alles. Marek Hinzl, und wie der sich freut, es ist ja erst sein zweites Tor im Frühjahr. Und das erste, das war ja noch im Winter, im Februar. Und was für ein Tor. Rapid 5, Ried 0. Der arme Andreas Michel, da kommt er so selten zum Einsatz. Und dann muss er gleich fünfmal den Ball aus dem Kasten holen. Wir sehen, es war ein Einwurf für Ried, aber Markus Katzer auf Marek Hinzl. Und das war dann wirklich sehenswert. Dieser Hammer ins Kurze, man muss es fast sagen, Kreuzeck, denn der war fast im Kreuz. Und dieses Gebet gen Himmel, das verstehen wir. Elfter Saisontreffer vom Tschechen, der eine äußerst schwierige Saison hinter sich hat, vor allem das Frühjahr. Das war symptomatisch für die gesamte Rapidleistung, so wie der tschechische Stürmer gespielt hat. Aber jetzt scheint sich am letzten Spieltag noch einmal alles bei Rapid zu entschuldigen, der Fußballgott, und die Rapidler können dann zumindest positiv mit einem Erfolgserlebnis in den Urlaub gehen und dann eben die kommende Saison angehen. Aber auch die Rieder, das muss man jetzt schon noch festhalten, sie dürfen nicht den Kopf hängen lassen, denn das war ja bis auf das heutige Spiel eine äußerst sehenswerte Leistung, was der Aufsteiger gezeigt hat. So, kurzes Torzuspiel quasi aus dem mittlerweile verregneten Hanapi-Stadion. Regnet es auch da drüben in Maria Inzersdorf? Herr Hochhauser, Ihr Kommentar zum Spiel? Jawohl, 0-5 steht es weiterhin und es ist eben für ihn ein bitterer Abend. Und trotzdem, die Mannschaft von Ried, der Aufsteiger, Platz 4, das zweitbeste Ergebnis in der Clubgeschichte, denn schon einmal war man Vierter, 2000, allerdings hatte um einen Punkt mehr erreicht. Die Mannschaft um Enrique und alle anderen, die da dazugehören, sie spielen im UI-Cup und da ist der erste Gegner Anfang Juli Dynamo Tiflis. Also interessante Ausgangsposition für die Rieder und die Rapidler. Sie haben sich von den Fans vor 12.600 im Hanapi-Stadion wirklich meisterwürdig aus dem Vorjahr verabschiedet mit einer starken, möglicherweise sogar der besten Leistung im Frühjahr mit dem 5-0. Helmutter. Tor in Wien! Aber bei Martin Konrad ist das dutzendvoll. Das halbe Dutzend. Andreas Dober ins Spiel gekommen, Minute 82. Fixiert also den Schlusspunkt, 6-0. Ja, Heinz Hochhauser, da setzt die nieder. Dober kam ins Spiel für Garic, Entstehungsgeschichte Aka Gündis. Und dann sehen sie sich den Rieder an, der übersieht ja da völlig den Andreas Dober. Milan Rasinger mit Koordinationsproblemen und Dober mit schöner Schusstechnik. Andreas Michel ohne Chance und für Dober das erste Tor in seiner Karriere. Im 29. Spiel holt er sich dann eine Gelbe ab, die wird ihm egal sein, denn dieses Tor, das wird er, wie es Charlie Leitner immer so treffend formuliert, einmal seinen Enkeln erzählen. Also Rapid 6, Ried 0. Nicht nur die Spieler, auch die Schiedsrichter müssen topfit sein. Hier beweist er seine Spritzigkeit, seine Sprintkraft, Stefan Messner. Er pfeift vorzeitig das Spiel zwischen FC Superfan Pasching und der Wiener Austria ab. Und er hat das einzig Richtige getan, Hans Gagl, in dieser Situation. Kompliment an den Schiedsrichter Messner. Ich habe das selber mal erlebt vor vielen Jahren, als ich die Krücken hatte, war damals auch Schiedsrichter, ich weiß nicht mehr den Namen, aber war, der hat gesagt zu den Spielern, also wir gehen in einer Minute, weil es war sehr gefährlich. Und das, was der Schiedsrichter Messner gemacht hat, war klasse. Den Ball genommen, den die Spieler wahrscheinlich vorher vorbereitet. Und ab die Post, wenn die für Fans reinstimmen. Sehr gute, ausgezeichnete Leistung des Schiedsrichters mit dem Schlusspfiff. Wir hoffen, dass auch nach dem Spiel jetzt alles fair abläuft. Hans Kackl, doch mehr als 15 Tore, ich habe es Ihnen gesagt. Ich möchte hier an dieser Stelle gratulieren. 16 Tore sind es letztendlich geworden heute in den 5 Spielen der letzten Runde in der T-Mobile-Bundesliga. Und da sind die Ergebnisse. Superfan Pasching gegen die Wiener Austria 2-0. Admira gegen Salzburg 0-3. Rapid gegen Ried 6-0. Tirol gegen GRK 1-3. Und Sturm gegen Mattersburg mit 0-1. Fangen wir mit dem Rapid gesehen. Die haben heute nach einer völlig verkorksten Frühjahrssaison plötzlich einmal befreit aufgespielt und 6-0
gewonnen gleich. Ja, toller Sieg, ein sehr hoher Sieg und ist okay zum Schluss. Veli Kavlak hat diesen Sieg eingeleitet mit gleich zwei Treffern vor der Pause. Und zwar begann der Trefferreigen durch den erst 17-Jährigen in der 25. Minute durch diesen wunderschönen Weitschuss. Sehr guter Linksfuß, sieht man. Bei beiden Toren sehr schön. Da nimmt er volles Risiko und hat das Glück, dass er fast ins Kreuzig trifft. Und das zweite Tor werden wir gleich sehen, das ist schön aufgelegt und da zeigt er, dass er technische Fähigkeiten hat. Mit der Innenseite hier wieder allerdings ein Fehler von einem Rittverteidiger. Aber kein Fall, oder? Glaube ich nicht. Nein. Und jetzt Innenseite, Stangl und eines, sehr, technisch sehr fein. Also Doppeltorschütze, sein erstes und gleich darauf sein zweites Bundesliga-Tor des erst 17-jährigen Veli Kavlak. In diesem Fall nach Vorarbeit von Marek Kinzel. Und nach all dem wollen wir jetzt ins Hanapi-Stadion schalten. Dort steht der Rapid-Trainer Georg Zellhofer Rede und Antwort. Ein versöhnlicher Abschluss für Rapid. Zum Abschluss noch ein Kantersieg. Georg Zellhofer, wie sehr war das heute Balsam auf die Rapid-Seele und auch auf Ihre Seele? Das glaube ich, es geht weniger um mich, sondern um die Rapid-Familie. Und sehr wichtig, dass es ein versöhnlicher Ausklang ist, auch für den Start in die nächste Saison, für die Vorbereitung. Trotzdem muss man sagen, dass die Platzierung nicht zufriedenstellend ist. Wir haben jetzt die letzten 3-4 Spiele phasenweise so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Hinten steht die Null. Vorne haben wir auch die nötigen Tore jetzt geschossen, das braucht man. Es waren doch oft Spiele dabei, wo wir auch solche Torchancen hatten und nicht verwerteten. Und dann kann man auch punkten, aber ich denke, für die Psyche und für die Fans war es sehr wichtig. Rapid will und muss für die nächste Saison stärker werden. Wie sieht es mit den Kaderplanungen aus? Natürlich, also man muss das wirklich das in Ruhe analysieren, genau. Und wir wissen auch, dass wir unser gesamt gesehen verstärken müssen, in gewissen Positionen einfach die Qualität mitbringen müssen, um nächstes Jahr zu bestehen. Wir können uns eine solche Rückrunde nicht mehr erlauben, auch von den Fans her nicht. Da sind wir gefordert, das Präsidium und auch meine Person. Natürlich, was in unsere Möglichkeiten steckt. Wir müssen unser Geschick verstärken. Es geht weniger um Quantität als um Qualität. Aber ich glaube doch, wenn wir das jetzt gut lösen können und meistern, dass wir eine gute Mannschaft dann in den Herbst schicken können. Es kursieren Namen wie zum Beispiel Stefan Lexer. Was ist da dran? Es gibt einige Spiele. Natürlich ist auch der Stefan Lex ein interessanter Spieler. Nur hat er in letzter Zeit fast schon wieder zu gut gespielt und überlegt, es wieder in Deutschland zu bleiben. Aber es gibt auch natürlich Gespräche mit diesem Spieler, da streite ich hier gar nicht ab. Und es machen ja alle Mannschaften, dass sie nachdenken über Verstärkungen zum Rapid. Heinz Hochhäuser hatte heute sein letztes Spiel. Er nimmt sich eine Auszeit. Sie kennen ihn sehr gut und sehr lange. Wo sehen wir den als nächstes wieder? Ich habe vor dem Spiel schon dem Heinz gratuliert, eine tolle Leistung als Aufsteiger von der Red Sack Liga dann in Ui Cup zu kommen, den vierten Platz. Da muss man schon wirklich den Hut ziehen, ist ein sehr guter Fachmann auf allen Gebieten. Jetzt wieder mal, wie man den Heinz kennt, tief in sich hineingehen und nachdenken. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob man nicht vielleicht den Heinz wieder schnell auf den Fußballplätzen sieht und möchte auch hier noch ihm gratulieren und genauso nach Pasching nach Hause alle wirklich erdenklichen Glückwünsche schicken an den Präsidenten Herrn Grad und den Didi Konstantin. Und es freut mich für Sie, dass Sie den UEFA Cup geschafft haben. Sie haben vorher von der Rapid-Familie gesprochen. Wie sehr brauchen denn Sie jetzt Urlaub nach diesem halben Jahr? Ich brauche auch meinen Urlaub. War kein leichtes halbes Jahr, aber wir hatten wirklich große Probleme, ohne hier erst nur Ausreden gelten zu lassen. Das war nicht einfach. Die Mannschaft ist in Umbau. Man hat gesehen, dass wir schon einige Perlen in der Mannschaft haben. Heute hat den Veli Kavlak wirklich zu Glück auch mal die Tore gemacht. Und im Großen und Ganzen müssen wir jetzt vernünftig ruhig bleiben und uns gut verstärken. Danke, Georg Zellhofer. Schönen Urlaub und gute neue Saison. Ich gebe zurück ins Studio. Also heute mit 6:0 gegen Ried erfolgreich. Trotzdem, man muss natürlich auch bei Rapid Bilanz ziehen. Unterm Strich bleibt ein fünfter Platz und ein Absturz nach dem Meistertitel im Vorjahr. Sind Sie enttäuscht von Rapid oder war mit diesem Kader einfach nicht mehr drin? Nein, zuerst muss man sagen, dass das früher war schrecklich für Rapid. Also die vorletzte Position oder auch wie auch immer. Also es ist, das früher war ganz, ganz schlecht und man muss jetzt ganz einfach versuchen, den Schürl Zellhofer zu unterstützen. Man muss versuchen, irgendetwas zu ändern in der Mannschaft, denn das war Rapids nicht würdig, auch mit einem schönen Abschluss wie jetzt. Und das Wichtigste ist ganz einfach in der nächsten Saison, ganz einfach, dass man die Mannschaft
vielleicht ein wenig ändert. Das ist die Sache der Verantwortlichen von Rapid. Sie müssen den Trainer unterstützen und er muss jetzt anfangen, die Mannschaft unter Kontrolle zu bringen und dass sie gut starten im Herbst. Das ist es. Gut gestartet, das lässt sich noch nicht beantworten. Auf jeden Fall haben sie gut geendet in dieser Saison mit einem 6:0 Erfolg. Nach der Pause fielen auch noch zwei Treffer. Marek Kinzel mit dem 5:0, sein 11. Saisontreffer. Er, der so viele Chancen in diesem Frühjahr verhaut hat, mit einem sehr schönen Weitschusstor. Ja, völlig aus einer Position, wo man gar nicht schießt, aber er hat sich das Herz genommen, er hat Risiko genommen von dort zwischen zwei und hat genau ins Kreuz geschossen. Und dann gab es sogar noch den 6. Treffer in der 90. Minute. Muhammed Akagündüz mit der Flanke und Andreas Dober kommt gegen die mittlerweile völlig aufgelöste Rieder Abwehr zum Schuss. Andi Dober ist schuld, dass ich gratulieren musste. Also müssen wir Andi Dober die Schuld geben. Also ich persönlich, das war das 16. Tor, aber sehr schön. Dreimal Remis gab es zwischen diesen beiden Mannschaften. Heute für ihn eine ganz bittere Niederlage im 4. Duell zwischen Rapid und Ried. Ein 0:6, die höchste Niederlage von Ried in der Bundesliga. Was für ein schrecklicher Abschied für Heinz Hochhauser. Hat er sich sicher nicht verdient. Rafaela Petzai wird jetzt trotzdem mit ihm hoffentlich ein angenehmes Interview führen können. Ja, Willi Kaflak hat in der Pause gesagt, die Rieder müssen büßen, dass sie uns den UI-Cup weggeschnappt haben. Wie sehr haben Sie heute gebüßt, Heinz Hochhauser, in Ihrem letzten Spiel? Wir haben überhaupt nicht gebüßt, denn wir sind Vierter geworden. Und damit habe ich nicht gebüßt. Gebüßt habe ich heute von der Leistung der Mannschaft, habe ich sehr gebüßt. Das meine ich damit. Ja, die hat mir sehr, sehr weh getan, aber Fußball ist kein Wunschkonzert. Und das haben wir heute gesehen. Ich habe befürchtet, wenn da mir schnell in Rückstand kommen, dass sowas passieren kann. Denn Ausrede ist es nicht, dass Berger nicht gespielt hat, Tabac nicht, fünf andere nicht, sondern das haben wir die ganze Saison gehabt. Aber heute waren wir nicht Bundesliga-reif und die Niederlage ist auch für mich die höchste, seit ich Trainer bin und ich bin jetzt schon 10 Jahre und ich hoffe, dass ich sie schnell verdau, denn ich orientiere mich an der ganzen Saison. Man soll jetzt auch nicht im letzten Spiel das letzte Spiel das Highlight nehmen. Das kann Rapid machen, aber wir nicht. Wir orientieren uns an der ganzen Saison nach 36 Runden. Und da sind wir Vierter und vor Rapid. Und da ist meine Stimmung dann wieder ein bisschen besser. Das war jetzt Niederlage in Ihrem 129. Bundesligaspiel als Trainer. Jetzt geht's ab nach Hause. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Freut sich die schon oder hat die ein bisschen Angst, dass Sie jetzt zu viel zu Hause sind? Nein, sicher nicht, weil ich bin kein Stubenhocker. Auch wenn ich zu Hause bin, werde ich nicht immer zu Hause sein, sondern ich werde das tun, was ich immer mache. Ich werde aktiv sein, was immer das ist. Aber jetzt brauche ich mal einen Tag, dass ich diese Niederlage verkrafte. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute bei diesem Verkraften der Niederlage und alles Gute. Ich bedanke mich, es war eine tolle Saison auch mit Ihnen. Dankeschön. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, danke, Rafaela Petzai. Wie steckt es ein Trainer weg, wenn die Abschiedsvorstellung seiner Mannschaft so daneben geht? Na, er hat es gut gesagt, der Heinz. Punkt 1, das habe ich gesagt in der Partie, das hat er sich nicht verdient. Das ist nicht anständig von der Mannschaft, sich so vorführen zu lassen, so konfus aufzutreten. Das war nicht Bundesliga-tauglich, das hat er selber gesagt. Aber er hat vollkommen recht damit, dass er das misst an der ganzen Saison. Und die ganze Saison war für die Rieder sehr gut. Sie stehen am 4. Platz, also das ist ganz toll. Und an das sollte er sich erinnern. Das letzte Match ist grausam für jeden Trainer, wenn man so verliert und auch für ihn. Die ganze Saison entscheidend, aber es sieht sehr nach Abschied aus bei Michael Petrovic. Wir ziehen Bilanz und beginnen einmal mit der Top 11 dieser Saison für Sie zusammengestellt. Trenkwalder präsentiert Ihnen die Topspieler des Spieltages. Trenkwalder, der Personaldienstleister. Die 11 Spieler mit den besten Daten, machen Sie sich selbst ein Bild, ob Sie halbwegs zufrieden sind, ob Sie ähnlich die 11 hätten aussehen lassen. Hans Krankl ungefähr zufrieden. Kulic, Janko, Linz auf jeden Fall ein sehr schlagkräftiger Sturm. Ne? Sehr gut ausgewählt. 6 Österreicher, 5 Ausländer, auch das eine schöne bunte Mischung. Ich hätte mehr Österreicher genommen. Aber ich überlasse das der Redaktion, habe mit dieser Aufstellung, mit der Top 11 nichts zu tun. Hingegen mit dem Tor der Runde hat Hans Krankl sehr viel zu tun. Jawohl. Und da hat er sich für Zlatko Junuzovic entschieden. Der
Der junge GAK-Spieler und sein Solo, sein großer Auftritt. Ja. Auch ein Versprechen für das Team in den nächsten Jahren. Zlatko Junuzovic tanzt ihr die Tirol-Verteidigung aus und macht das vorentscheidende 2:0 für den GAK. Heute unser Tor der Runde. Und wir kommen zu den Ergebnissen noch einmal auf einen Blick. Die letzte Runde mit den 16 Treffern. Es gab schon einige Überraschungen. Der FC Superfahren schlägt die Austria 2:0. Die Admira verliert gegen Salzburg 0:3. Rapid Ried 6:0. Der höchste Saisonsieg der Rapidler. Tirol GAK 1:3 und Sturm Mattersburg 0:1. Die Endtabelle nach 36 Runden. Die Austria wird also zum 23. Mal Meister. 4 Punkte vor Salzburg, die beiden spielen in der Champions League. Der FC Superfahren Pasching im UEFA Cup, letztendlich doch 6 Punkte vor den Riedern, die mit dem 4. Platz der beste Aufsteiger seit 10 Jahren sind. Rapid nur 5. und der GAK doch noch vor Sturm, auf jeden Fall die bessere Grazer Mannschaft an 6. Stelle. Mattersburg hat in der letzten Runde noch einen Sprung von 9 auf 7 gemacht und die Admira ist der Absteiger dieser Saison. Wir kommen zur Torschützenliste und da sind 2 ex aequo voran. Sanel Kulic zum ersten Mal ein Stürmer eines Aufsteigers, Torschützenkönig. Roland Linz als erster seit Toni Polster 1987, Hans Kagel als erster Austrianer. Sehr gut, nur mir persönlich sind die Tore zu wenig. 15 Tore für Torschützenkönige ist sehr, sehr wenig. Sehr positiv finde ich den Michael Mörz auf Platz 3 oder 4 mit 11 Toren. Das ist sehr positiv bei Mattersburg. Dann bedanke ich mich beim Hans Krankl. Bedanke mich auch. Freue mich schon auf weitere Auftritte in der nächsten Saison. Und den nächsten Auftritt haben Sie heute Abend, glaube ich, noch. Aber in einer anderen Rolle. Das ist etwas anderes. Da erleben Sie den Musiker Hans Krankl am Viktoriaplatz. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Noch einmal der Hinweis für morgen. 16.15 Uhr Talk und Tore. Eine Spezialsendung live vom Wiener Rathausplatz mit der Meisterfeier der Wiener Austria. Wir werden noch einmal Bilanz ziehen und den Meister abfeiern. Und die Rezag, erste Liga, Konferenz der 34. Runde am Dienstag um 18.30 Uhr auch auf Premiere Austria. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hier in der Bundesliga. Wir wünschen ihm auf alle Fälle alles Gute für seine neue Aufgabe im Management der Gruppe 32. Jetzt zu verantwortlich sein. Seine Pflicht mehr als erfüllt, die hat Ried-Trainer Heinz Hochhauser. Ganz egal, ob die Rieder Dritter oder Vierter werden, es ist das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Vielleicht hat er sich auch deshalb gedacht, ich höre auf, besser geht's nicht. Und er gab deshalb heute im Hanapi-Stadion seine Abschiedsvorstellung. Martin Konrad, bitte. Und die gab es auch für 2 Internationale bei Rapid. Juri Korzosz und Marcin Adamski verlassen beide den Verein. Kommen heute auch zu Kurzeinsätzen vor über 12.000 im Hanapi-Stadion. Fix bei Ried ist, dass man im UEFA-Cup spielt, aber man will auch im UEFA-Cup spielen. Und deshalb muss er treffen. Daniel Kastner ersetzt den verletzten Kulic. Rapid in den traditionellen Dressen mit Teamverteidiger Martin Hieden und der ersten guten Aktion nach etwa einer Viertelstunde. Dieser Freistoß an die Querlatte. Rapid, die eindeutig bessere Mannschaft, vor allem die aktivere und die energischere. Hier der Pass von Schicka ins Niemandsland. Kulowitz auf Veli Kavlak, der rechts im Mittelfeld spielt und der hier abzieht. 25. Minute. Die 1:0-Führung, das erste Tor in der Karriere des 17-jährigen Veli Kavlak. Nimmt er den Ball mit, wird schlecht attackiert von Berchtold, kaum von den übrigen Riedern. Und dann ist im Tor Andreas Michel, der den verletzten Berger setzt, ohne Chance. Und Rapid weiter mit dem Spiel nach vorne. Valachowicz
Kienzl zunächst per Kopf erfolgreich, dann Enrique, worauf wartet er, bis ihm Kienzl den Ball wieder abnimmt. Der Tscheche mit Übersicht, da ist Veli Kavlak. 10 Minuten später macht er sein zweites Tor in der Bundesliga. 17 Jahre, nicht ganz 6 Monate, der jüngste Spieler, gleichzeitig der jüngste Torschütze in der T-Mobile-Bundesliga. Toller Einsatz von Kienzl und viel Übersicht vom jungen Rapid-Mittelfeldspieler. Das sind eindeutige Worte von Heinz Hochhauser, der heute seinen Abschied in der Bundesliga unter Anführungszeichen feiert. Rapid weiter mit viel Einsatz, als ob es um alles gehen würde. Kavlak auf Aka Gündis, der vorbei an Schicker und dann ist da Markus Berger. 18. Spiel für den Rieder Verteidiger, aber nicht das erste Tor für Ried, sondern das erste Eigentor. Und damit 3:0 für Ried. Aus der Sicht von Ried 0:3 nach diesem Alleingang zunächst von Aka Gündis. Der Treffer von Berger, gespielt 41 Minuten, aber es ist noch nicht Schluss in Hälfte 1. Martin Hieden sieht den gut startenden Aka Gündis und der überhebt Michel. Eine Minute später das 4:0 für Rapid, die höchste Pausenführung für den Meister in dieser Saison und das im letzten Spiel dieser Meisterschaft. Wieder mal die Rieder in der Defensive schlecht gestanden und dann der schöne Heber von Aka Gündis. 9. Saisontreffer des Rapid-Stürmers und eine klare und verdiente Pausenführung für Rapid. Heinz Hochhauser bleibt auf dem Rasen in seiner Coachingzone während der Pause, wechselt einmal, findet aber keine Worte für die Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft. Fehlen ja auch noch Seo, Dabatz und Kabler. Rapid aber weiter im Vorwärtsgang. Das ist Marek Kienzl, 68. Minute. Nachdem zunächst viel Schonung war, Rapid mit dem 5:0. 11. Saisontor des Tschechen nach 750 Minuten. Und Sie sehen, wo er sich bedankt, trifft er wieder. In einer verkorksten Frühjahrssaison macht er also am Ende dann doch noch den 11. Saisontreffer. Katzer mit dem Assist und Kienzl mit dem schönen Schuss ins Kreuzeck. Andreas Michel kann einem leid tun, der kann nur einen Schuss auf sein Tor abwehren. Alle anderen gehen in seinen Kasten. Rapid über Basina, der sehr dezent spielt, um es vorsichtig auszudrücken. Aka Gündis per Kopf nach Flanke von Markus Katzer. Er findet zum Gähnen die Leistung seiner Mannschaft, die heute nicht Bundesliga-tauglich war, aber am Ende steht, das kann man schon sagen, Platz 4 und damit die zweitbeste Leistung in der Clubgeschichte und damit die Qualifikation für den UEFA Cup. Den Schlusspunkt, den setzt er bei Rapid und zwar durch den eingewechselten Andreas Doba in der Nachspielzeit mit diesem schönen Schuss. Fixiert er das 6:0. Georg Zellhofer feiert also den höchsten Sieg in der Bundesliga-Saison und auch einen wichtigen aus seiner Sicht. Nach einer äußerst schwierigen Phase im April scheint er jetzt fix auf dem Trainersessel der Rapidler zu sitzen. Doba damit mit seinem ersten Tor in seiner Bundesliga-Karriere. Der Schlusspunkt 6:0 für Rapid. Aber die Rieder, sie dürfen sich durchaus feiern lassen. Starke Leistung des Aufsteigers. Kompliment Platz 4. Und Rapid am Ende also doch noch eine versöhnliche Geste vor den 12.000 Fans. Der Meister zwar nur Fünfter, aber trotzdem am Ende ein klarer 6:0-Sieg. Die Interviews von Raffaella Petzer. Ein versöhnlicher Abschluss für Rapid. Zum Abschluss noch ein Kantersieg. Georg Zellhofer, wie sehr war das heute Balsam auf die Rapid-Seele und auch auf Ihre Seele? Das glaube ich, es geht weniger um mich, sondern um die Rapid-Familie. Und sehr wichtig, dass es ein versöhnlicher Ausklang ist, auch für den Start in die nächste Saison, für die Vorbereitung. Trotzdem muss man sagen, dass die Platzierung nicht zufriedenstellend ist. Wir haben jetzt die letzten 3-4 Spiele phasenweise so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Hinten steht die Null. Vorne haben wir auch die nötigen Tore jetzt geschossen, das braucht man. Es waren doch oft Spiele dabei, wo wir auch solche Torchancen hatten und nicht verwerteten. Und dann kann man auch punkten. Aber ich denke, für die Psyche und für die Fans war es sehr wichtig. Heute waren wir nicht Bundesliga-reif. Und die Niederlage ist auch für mich die höchste, seit ich Trainer bin. Und ich bin jetzt schon 10 Jahre. Und ich hoffe, dass ich sie schnell verdaue. Denn
ich orientiere mich an der ganzen Saison. Man soll jetzt auch nicht im letzten Spiel das letzte Spiel das Highlight nehmen. Das kann Rapid machen, aber wir nicht. Wir orientieren uns an der ganzen Saison nach 36 Runden. Und da sind wir Vierter und vor Rapid. Und da ist meine Stimmung dann wieder ein bisschen besser. Und dann ist es auch ganz klar, dass man selbst nach einem 0:6 gegen Ex-Mann